Hi, ich bin Adriana von Elopage. Wenn du Online-Kurse verkaufst und möchtest, dass einzelne Lektionen erst nach und nach freigeschaltet werden, damit deine Kundinnen und Kunden nicht alle Lerninhalte von Tag 1 an konsumieren können, solltest du dir unsere Drip-In-Funktion anschauen. Beim Drip-In und Drop-Out handelt es sich um die automatisierte, zeitgesteuerte Freischaltung bzw. Sperrung von Seiten deines Online-Kurses. Häufiger verwendet wird in der Regel der Drip-In. Beides folgt allerdings derselben Logik. Diese Funktion ist besonders aus zwei Gründen von Vorteil. Falls dein Kurs zum Beispiel ein Programm ist, welches wöchentlich oder monatlich, also in einem von dir festgelegten Tempo absolviert werden soll, kannst du Seiten in diesem Tempo freischalten und eventuell sogar am Ende der Woche wieder sperren. Damit kannst du sicherstellen, dass Kundinnen und Kunden die Lektion in der von dir geplanten Zeit ansehen und deinen Kurs gewissenhaft erledigen. Außerdem kannst du durch Drip-Ins auch nach Verkauf des Kurses weiter an Kursinhalten der noch gesperrten Seiten arbeiten. Die Inhalte müssen also erst fertig sein, wenn die Seiten auch tatsächlich für deine Kundinnen und Kunden sichtbar sind. Wir starten mit der ersten wichtigen Einstellung, die du bei einem Online-Kurs festlegen musst. Und zwar das Festlegen von Zugang und Dauer. Diese stellst du im Reiter Produktseite ein. Ab Datum bedeutet, dass der Zugriff unabhängig vom Kaufdatum ab einem von dir festgelegten Datum freigeschaltet wird. Ab Zahlung bedeutet, dass der Zugriff unmittelbar nach Zahlungseingang beginnt. Wichtig hierbei ist, dass du diese Einstellung nur so lange verändern kannst, bis der Kurs einmal verkauft wurde. Falls du nach dem Kauf noch Änderungen vornehmen möchtest, kannst du den Kurs duplizieren und dort eine andere Einstellung für Zugang und Dauer festlegen. Um ein Produkt zu duplizieren, klickst du bei den drei Punkten rechts in der Tabelle auf Duplizieren. Dein Kurs wird komplett kopiert und du kannst das Duplikat verkaufen. Das Duplikat könnte ich jetzt also ab dem 11. Januar starten. Lebenslanger Zugang bedeutet übrigens, dass der Zugang so lange bestehen bleibt, wie dein Verkäuferkonto bei Elopage besteht und solange der Kunde oder die Kundin die offenen Raten zahlt. Gehen wir wieder in meinen alten Kurs, um uns die Drip-In-Funktion anzusehen. In diesem Kurs ist, wie gesagt, Zugang ab Zahlung eingestellt. Für den Drip-In bedeutet das, dass der Referenzzeitpunkt der Zeitpunkt des Zahlungseingangs ist. Die Drip-In selbst stellst du für jede Seite einzeln ein. Wenn du Seiten duplizierst, wird auch die Drip-In-Einstellung übernommen. Über das Zahnrad rechts oben kommst du zu den Drip-Ins. In diesem Fall wird die erste Seite also 5 Tage nach Zahlungseingang freigeschaltet. Falls dein Kurs ab Datum startet, würdest du hier einen Kalender sehen und kannst das exakte Datum einstellen. Wenn du möchtest, kannst du eine bestimmte Uhrzeit festlegen. Ansonsten wird die Uhrzeit des Zahlungseingangs verwendet. Durch Festlegen eines Dropouts wird der Zugriff zur Seite wieder gesperrt. Der angegebene Zeitpunkt bezieht sich dabei immer auf den Drip-In der Seite, also x Stunden, Tage, Wochen oder Monate danach. Bei noch nicht freigeschalteten Seiten wird standardmäßig ein Countdown angezeigt, bei gesperrten Seiten ein Schloss. Du kannst aber sowohl den Inhalt vor Startdatum als auch den Inhalt nach Enddatum über den Page-Builder bearbeiten. In Kombination mit dem Drip-In kannst du Event-E-Mails einstellen. Damit kannst du zum Beispiel über die Freischaltung einer neuen Seite informieren oder nachdem die Seite freigeschaltet wurde, nochmal eine Follow-up-E-Mail rausschicken und das sogar auf die Stunde genau. Für die Seite 13 habe ich bereits ein Drip-In eingestellt. 5 Tage ab Zahlungseingang wird die Seite also freigeschaltet. Ich habe heute den Kurs gekauft und zeige dir nun die Drip-In-Vorschau aus Endkundenperspektive. In dem Fall ist der Standard-Countdown hinterlegt, der mir anzeigt, dass die Lektion in 4 Tagen verfügbar ist. Wenn du statt dem Countdown andere Inhalte hinterlegen möchtest, machst du das ganz normal über den Page-Builder. Das kannst du zum Beispiel nutzen, um eine kleine Vorschau zu geben oder Inhalte zur Vorbereitung bereitzustellen oder, falls eine Seite gesperrt wurde, ein Upsell-Produkt mit den gesperrten Inhalten anzubieten. Der Countdown ist jetzt weg und hier werden die von dir angelegten Inhalte gezeigt. Eine wichtige Information zum Drip-In ist folgende. Wenn eine Seite einmal für den Kunden oder die Kundin sichtbar war, kannst du sie durch den Drip-In nicht mehr verbergen. Das heißt, wenn du den Kurs zuerst komplett ohne Drip-Ins verkauft hast und danach Drip-Ins einstellst, gelten diese nur für alle zukünftigen Käufe. Falls die Seite noch nie für die Kunden sichtbar war, kannst du den Zeitpunkt des Drip-Ins noch verändern. Ich könnte hier also den Drip-In von 5 Tagen auf 15 Tage oder auch auf 0 Tage setzen. Damit der Countdown wieder angezeigt wird, löschst du einfach alle Blöcke, die du im Page-Builder hinzugefügt hast. Jetzt sehe ich als Endkundin also wieder den Countdown, der jetzt aber bei 2 Wochen liegt. Wie bereits anfangs gesagt, könnte ich nur noch an Seite 13 weiterarbeiten, bis sie in 2 Wochen für meine Kundinnen und Kunden freigeschaltet wird.
Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich konnte alle deine Fragen beantworten. Falls doch noch etwas ungeklärt ist, schreib es gerne in die Kommentare oder kontaktiere uns direkt.